So, hier sehen wir ja jetzt das zweite Herzstück des Projektors, nämlich die 3D-Optik. Wenn ich das richtig sehe, sind es ja eigentlich zwei Objektive, die hier entsprechend vorne auf dem Objektivkopf installiert worden sind. Genau so ist das. Also vom Prinzip her wird dieses Objektiv bewusst eingesetzt, wenn 3D gezeigt wird. Ja. Wobei man auch im Vorprogramm, wenn Werbung und Trailer gezeigt wird, kann man auch 2D zeigen. Das sind schlicht und ergreifend die beiden Bilder, die gleichen Bilder übereinander. Aber im Endeffekt, im Inneren des Projektors, die 4K-Panels, die beiden 3D-Bilder übereinander haben. Und im vorderen Teil ist das hier in erster Linie erstmal ein Strahlenteiler, ein Beamsplitter, der dann dafür sorgt, dass das eine Bild in den einen Strahlengang geht, in den oberen, und das andere dann in den unteren. Zwei separate Zoom-Objektive hier, die zunächst mal dafür sorgen, dass die beiden Bilder von der Konvergenz her genau deckungsgleich gebracht werden. Wobei bei der hohen Auflösung muss man sagen, muss auch elektronisch dann nochmal auf dem Panel korrigiert werden. Aber da haben wir genug Platz, weil wir auch die große Auflösung in der Breite haben. Da wird also nichts verzerrt oder ähnliches, sondern wirklich pixelgenau übereinander projiziert. Und schlussendlich sind es dann diese beiden zirkularen Polfilter vor den jeweiligen Objektive, die dafür sorgen, dass das eine Bild halt linksrum gedreht wird und das andere Bild rechtsrum gedreht wird. Und zirkular deshalb, weil man den Kopf schlicht und ergreifend bewegen kann und nicht völlig starr im Kino sitzt. Das ist dann auch die Modifizierung, die dann von Real 3D entsprechend dort installiert wird. Genau, also diese Optik an sich kommt von uns, von Sony. Mhm. Die Optiken werden bei Sony traditionell von Fujinon hergestellt. Und Real-D veredelt das Ganze dann vom Prinzip her dadurch, dass diese entsprechende Filtertechnologie dann addiert wird. Also zum einen die Filter natürlich dann hier vor dem Objektiv und zum anderen die Filter, die man dann als Brille nachher vor den Augen hat. Jetzt sehe ich ja hier oben eine PS3. Weiß ich, nutzt ihr den auch zum Zocken hier im Kino oder was macht ihr? Ich will nicht wissen, was hier nachts passiert, wenn die Gäste weg sind. Aber in der Tat, man kann also die PlayStation 3 oder auch jedes andere Gerät vom Prinzip her an den Projektor anschließen. Der hat serienmäßig ein DVI-Eingang, der bis zu 2K Auflösung, aber natürlich auch Full HD mit 24p, 60p akzeptieren kann. Und ja, ich muss zugeben, das macht schon Spaß, wenn man sich manche Blu-ray dann mal auf 20 Meter Breite angucken kann. Die Qualität ist schon erstaunlich, das muss man sagen. Auch wenn es natürlich nicht 4K ist und vom Farbraum her geringer ist als dann ein echtes Kinobild, da ist schon noch ein ganz erheblicher Unterschied. Aber im Vergleich zu einer 35mm Kopie, muss ich sagen, lässt so ziemlich jede Blu-ray, die ich kenne, dann die 35mm Kopie ganz schön alt aussehen. Ja, also das, was ich jetzt hier auf meiner Nase habe, ist jetzt nicht der neueste Schrei von der Sommerkollektion, sondern das ist eine neuartige 3D-Brille. Denn bei 3D-Brillen wird sich in den nächsten Monaten einiges tun. Das Angebot wird deutlich größer werden, sodass der Tragekomfort unter anderem wesentlich besser sein soll. Oliver, was hast du mal mitgebracht? Ja, also ich meine, das ist die Standard-Real-D-Brille, wie ich denke viele Leute die mittlerweile kennen. Sieht so ein bisschen aus wie eine klassische Ray-Ban-Brille, die ja so Blues Brothers-mäßig daherkommt. Was Real-D jetzt in der Zwischenzeit angeboten hat, was ich sehr gut finde, ist vom Prinzip her das gleiche Modell für Kinder, weil dieses Riesengerät passt natürlich nicht wirklich auf den Kinderkopf drauf. Aber wie Patrick gerade schon gesagt hat, da tut sich ein ganz neuer Markt auf mit 3D-Brillen. Also es kommen zum einen diese Designerbrillen jetzt raus, die man dann auch tatsächlich beim Optiker kaufen kann. Firmen wie Gucci beispielsweise bringen tatsächlich 3D-Brillen im Sommer raus. Von Ray-Ban wird es eine 3D-Brille geben, die gleichzeitig eine Sonnenbrille ist. Also sprich, wenn man damit ins Kino geht, dann hält die sich auf und hat eben nur noch diese Polfilterwirkung. Was ich als Brillenträger unglaublich schön finde, sind diese Clip-Ons. Das kennt man so, glaube ich, bisher so von Sonnenbrillen. Die macht man dann schlicht und ergreifend auf seine Brille drauf. Ich mache die jetzt erstmal hoch. Also so gucke ich mir das Vorprogramm in 2D an und wenn es dann losgeht mit den Trailern in 3D und dem Hauptfilm, dann klappe ich das schlicht und ergreifend runter und habe vom Prinzip her nur meine eigene Brille auf dem Kopf und habe kein zusätzliches Gewicht, keinen zweiten Bügel und ähnliches. Das Ganze wird also noch ein bisschen komfortabler. Und ja, der Höhepunkt des Ganzen, auch wenn es jetzt verrückt klingt, ist, dass es tatsächlich Polfilter-Kontaktlinsen geben wird. Also wer dann tatsächlich überhaupt nichts mehr irgendwie im Gesicht haben möchte, der kann tatsächlich, angekündigt ist das ab April, Polfilter-Kontaktlinsen in seine Augen setzen und hat dann das ultimative 3D-Erlebnis. Oliver, ich halte hier eine Kurzanleitung für den 4K-Projektor von euch. Da sind ja zwei Modelle abgebildet. Den hier würde ich sagen, das ist das gute Stück, was hier oben steht, was ist mit dem rechts, der deutlich kleiner ist. Das ist das ganz neue Modell, das wir im Herbst letzten Jahres rausgebracht haben. Ist aber von den Features und von der Leistung her genau das gleiche wie der große. Ich hätte beinahe gesagt, wir haben da einfach mal ein bisschen die Luft rausgelassen. Ist mittlerweile bei Cinemax auch schon 23 Mal installiert, hat natürlich den ganz eklatanten Vorteil bei der Installation deutlich einfacher, weil halb so groß, halb so schwer. Mhm. Und darüber hinaus, wenn man Situationen hat, wo die Projektionsfenster in den Kinos näher am Boden sind, dann passt der große natürlich per se nicht, weil man sich da ja kein Loch in den Boden graben kann. Dann ist natürlich der kleine der deutlich bessere Projektor. Da fällt mir gerade noch etwas ein. Ich habe gehört, dass das Thema Fußball-Weltmeisterschaft hier auch bei Cinemax-Kette beispielsweise ein großes Thema sein wird. Ist es möglich, dass man in Zukunft diese Technik 3D, es wird ja diverse Fußballspiele auch in 3D geben, dass man die auch hier in Deutschland sehen wird?
Das ist zwar von den Rechten her, also sprich die Verhandlungen mit der FIFA laufen noch, aber es ist aus meiner Sicht heraus absolut wahrscheinlich, dass man auch in Deutschland Fußballspiele in 3D in Kinos sehen wird. Also die Projektoren, so wie sie sind, können auch externe Eingangssignale akzeptieren in 3D, wird dann über eine Satellitenstrecke übertragen, die beiden Bilder werden ineinander gemuxt und dann wieder über eine Decoderbox im Kino entschlüsselt, halte ich für sehr wahrscheinlich. Die größte Frage, die momentan noch im Raum steht, ist, wie lagern sich da die Rechte, wer darf das zeigen? Sollten wir also in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal beobachten. Auf jeden Fall. Ich denke, da werden wir noch eine ganze Menge hören, wenn es dann irgendwann Richtung Mitte Juni geht. Okay, dann würde ich sagen, starte doch mal den tollen Projektor. Mach ich doch gleich. Jetzt wird's laut. Das ist alles an Lautstärke? Nee, die Lampe ist nicht an. Ach, die Lampe ist jetzt noch gar nicht an. Das sind nur die Lüfter für... Siehst du, was du jetzt hier alles siehst, sind vom Prinzip her Netzwerkadressen und so weiter. Das ist... Computer mit Objektiv. Was für ein Betriebssystem ist drauf? Was im Hintergrund läuft, ist Red Hat Linux. Mhm. Die Anwendersoftware ist Windows. Mhm. Okay. Also sprich, es sind vom Prinzip her zwei Netzwerke. Es gibt ein Netzwerk intern mit dem Server und dem Projektor und es gibt ein externes Netzwerk für den Bediener. Und da macht Windows noch ein bisschen, weil weiß nicht, weil auch Windows. Das heißt, der Filmvorführer kann einmal den Projektor von hier bedienen, er kann ihn aber auch irgendwann mal vielleicht von einem zentralen Platz aus alle Geräte bedienen, wenn das ganze Kino komplett digitalisiert wäre. Absolut, da gibt es verschiedene Ausbaustufen. Hier ist es in der Tat so, entweder in diesem Touchscreen-Panel hier für den Vorführer selbst oder über eine Steuersoftware, das ist hier auch schon gegeben. Das heißt, der Theaterleiter kann jetzt unten im Büro sich auf diesen Projektor einloggen, den Content arrangieren, Trailer dazu schneiden, was weiß ich nicht was. Und in Zukunft, wenn alle Projektoren digital sind in einem Multiplex, dann wird sowieso alles vernetzt sein mit einem zentralen Speicher und einer zentralen Steuerung. Buchungsdaten werden aus dem Kassensystem übernommen, das ist dann das komplett vernetzte Kino. Und der ist dann auch wirklich für den Dauerbetrieb geeignet. Also man muss jetzt nicht die Pause, die man manchmal bei dem Film ja stattfindet, nein. Die muss man nicht machen wegen der Lampe, sondern... Nein, in der Pause bleibt die Lampe sogar an, weil es für eine Xenon-Lampe deutlich besser ist, durchbetrieben zu werden, als ein zweites Mal gezündet zu werden. Im schlimmsten Fall sogar gezündet zu werden, wenn der Lampenkörper an sich am warm ist. Da war noch eine Frage zur Lampe. Hier ist ja die große 4,2 Kilowatt Lampe. Man kann aber auch zwei andere Lampen, die etwas kleiner sind, einbauen. Ja. Das hängt dann wirklich von der Leinwandgröße ab, die im Kino vorhanden ist. Absolut. Es gibt für diesen Projekt auch 2 und 3 Kilowatt Lampen. Hängt in der Tat mit der Bildgröße zusammen. Und der Vorteil bei den kleineren Lampen ist, dass sie eine höhere Betriebsdauer haben, weil sie einfach nicht so stark thermisch belastet werden. Hatten wir schon über die Lichtleistung gesprochen? Weiß ich gar nicht. Was hat der ungefähr? Der macht jetzt mit 4,2 Kilowatt Lampe etwa 21.000 Watt. Also geht in 2D auf eine Bildbreite von ca. 20 Metern in 3D, weil ich eben einen Verlust habe durch die Polarisationsfilter von maximal 15,50 Meter. Das heißt, es gibt auch ganz klare Spezifizierungen der Filmindustrie, also der Filmstudios, welche Lichtleistung auf der Leinwand wirklich sichtbar sein muss. Ja, also das ist eine ganz erfreuliche Entwicklung, finde ich, weil die Studios wirklich Wert darauf legen, dass das Kinoerlebnis perfekt ist und dass wirklich jedes Kino auch eine akzeptable Helligkeit hat. Da sind ganz feste Standards gesetzt und wenn die auch nicht eingehalten werden, werden die Kinos auch gar nicht erst beliefert. Das ist ja ein schönes Umdenken, weil in der Vergangenheit war das ja bei den Filmrollen leider nicht immer der Fall. Also da gab es ja schon mal Kopienqualität, die war noch schon sehr mäßig. Ja. Und hat ja auch viele Leute wirklich verschreckt, weil sie sagten, das kann ich mir gar nicht im Kino angucken. Die Qualität ist ja schlechter als bei mir zu Hause. Ja, also man muss sagen, auch da muss man die Sport von weiter trennen. Es gibt mit Sicherheit Kinos, die das auch immer sehr, sehr gut gemacht haben. Mhm. Aber in der Tat, Standards gab es auch schon immer. Aber die Standards werden hier wesentlich stringenter auch eingefordert. Der Dialog zwischen den Studios, also sprich den Verleihern und den Kinobetreibern, ist auch wesentlich enger, weil vom Prinzip her muss ja auch jeweils der jeweilige Systemstand übermittelt werden. Also ich glaube schon, das Kinoerlebnis an sich einen Riesensprung momentan macht. Das, was wir jetzt im Hintergrund hören, ist jetzt die Lüfter, oder sind die Lüfter, einmal die Lüfter oder mehrere wahrscheinlich für die Lampe, plus der Lüfter für den Server. Das klassische Knattern, was wir ja eigentlich bei den Filmprojektoren hatten, die mit Zilloloid eben befeuert wurden, das gibt es in der Art nicht. Insoweit ist das Geräusch schon deutlich angenehmer hier oben. Ne? Da kommt doch jetzt nicht mehr dazu, wenn wir den Film jetzt laufen lassen. Das ist das Grundgeräusch, was jetzt so bleibt. Gut, okay.